So eine unglaubliche Frechheit. Das ist ja wohl das Allerletzte. Wie? Was? Wieso zeigt uns denn das keiner? Ach so. Ja, wieso? Wir zeigen es Ihnen doch gerade. Wieso erfahren wir davon erst jetzt? Wieso übergeht man uns, die Chefredaktion? Aber wer übergeht Sie denn? Wir legen Ihnen doch hier alles ganz offen auf den Tisch. Fragen Sie einfach nur so, ob Sie eventuell daran interessiert sind, die geheimen Tagebücher von Adolf Hitler zu veröffentlichen oder vielleicht lieber nicht. Entschuldigen Sie, Herr Villiers, das ist doch gar nicht die Frage. Die geheimen Tagebücher Adolf Hitlers, das wäre ein Knüller. Das wäre eine Weltsituation. Ach ja, finden Sie? Das ist in der Tat so ungeheuerlich, dass ich mir, ich meine, ich finde diese Entdeckung so ungewöhnlich und erstaunlich, dass ich mir in Kenntnis der Person des Herrn Villiers eigentlich nur eine Frage stelle. Nämlich welche? Sind die echt? Sehr gute Frage, Uwe. Wie meinen Sie? Echt? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, nee, ich irgendwie auch nicht. Ja, das kann ja sein, nur für mich ist der erste Buchstabe da vorne drauf kein A, sondern ein F. Und Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder? Was ist das, ein F? F-H? A ist doch kein F. Ich meine, ist ganz eindeutig ein F. F-H. Führer Hitler. Genau, Führer Hitler. Quatsch, Führer Hitler. Fahne hoch vielleicht, Uwe. Quatsch, Fahne hoch. Führer, Führer. Führer Heil. Führers Hund. Führers Hund. Führers Hand. Führers Hauptquartier. Führer Hauptquartier. Führer Hauptquartier.